Dankeschön. Verdammt lange her, weil ich Spaß hatte, sehr ernst genommen. Verdammt lange her, weil ich an der Tür blöd. Und dann der Schock, wieder anders um dich zu kommen. Merkwürdig hoch, so mancher hast lange. Wer alles, wenn dir's klappt, Finger dir herrennt. Die Schulter klopft, wenn ich wieder so fehlt. Sie schauen rot, so wie Dinge von nennt. Und ich lach's drauf, ganz einfach ignorieren. Es ist lange her, weil ich spür's zu hören. Wer ist denn da? Mit einer Zirkerei, jetzt bin ich glatt versäumt. Oder überhaupt war ich Wurfinger wohl. Der Kopf war nichts, nur die paar instinktive Trick. Das tut lang, bis der dich durchspricht. Wo ich noch den Special, nee, noch den Start, ich hatte den Start. Hey, Roger Steinbeck, Dorsch und Joseph Conner. Das zwischen ich, nur relativ charmant. Es war ja her, doch die Erinnerung fällt nicht schwer. Zuletzt in Baltimore dann. Ob mir erlebt, tatsächlich jetzt in euch. Ob ich jetzt da bin, wo ich hin gewollt dann. Ob mir mich färf auf die Tour nicht verdrückt. Ich glaube, ich weiß, ob der Landwald fordert ist. So, ich muss, ich hoffe, ich kriege es möglichst ohne irgendwelche Tränendrüsenangelegenheiten hin. Ich wollte etwas sagen zu einem Thema, was uns allen am Herzen liegt, nämlich, dass das heute hier die letzte Rockpalastnacht ist. Hier war irgendwann mal eine Rocknacht, wo der Stephen Van Zandt eine Sache gesagt hat, die ich mir nicht mehr genau wörtlich zusammenkriege. Jedenfalls hat er damals sinngemäß gesagt,
Es gäbe Leute, die würden weitaus mehr für Völker verständigen und tun und weitaus mehr dafür tun, dass sich Leute untereinander verstehen, als viele von den Politikern, die tagtäglich ihre Köpfe in die Glotze hängen. Wir möchten uns dafür bedanken, für die Jahre Rockmusik, die wir per Rockpalast mitgekriegt haben. Und ich möchte sagen, dass es den Leuten, die dieses Ding abgesetzt haben und den Leuten, die sagen, es wäre überflüssig, bestimmt noch leid tun wird, wenn sie merken, was ohne Rockpalast ist. Die Zeiten aber auch, weil es war nicht was. Trotzdem, wir wollen den Leuten, die den Rockpalast gemacht haben, für die nächsten Projekte, die sie machen wollen, jetzt Tränen im Knopfloch wegdrücken. Viel Glück für all das, was sie danach noch vorhaben. Hey, könnt ihr raus, könnt ihr raus. Peter Rösch, hey. Ich bin der am Grafo. Verdammt lang her, da bin ich gesprochen. Und das von Rede, doch jetzt will man brav kommen. So lang dachte ich.